Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Rektor Lien, ihr schaut über Games Radio und das hier ist meine Karriere bei den Atlanta Hawks. Mal schauen, gegen wen wir als nächstes spielen, vor allen Dingen wie wir spielen werden. Dö. Vielleicht haben wir auch genug Geld, um uns endlich hier Stürmbahn zu organisieren. Das wäre ganz gut. Ich hoffe, bei euch ist mindestens so schönes Wetter wie bei uns. Es ist so schön, dass ich im Zimmer bleibe. Gehe nicht vor die Tür. Denn ich will noch viel aufnehmen. Was? Teague wechselt zu den Nuggets? Endlich werden wir ihn los. Genau, wir können was kaufen. Champs mein Spielerladen. Ja. Oberteile, Kleidung, Team, Schuh, Spieltag, Ausrüstung, Arme, Finger, hier. Stirnband, genau. Jetzt haben wir es gekauft. Damit ist auch ein Wunsch erfüllt und würde sagen, dann gehen wir ins nächste Match. Ja, Katz, wir spielen jetzt Basketball. Schön ist, dass wir halt ein Heimspiel haben und nach dem Sieg in der letzten Folge sollten wir wahrscheinlich ein bisschen Momentum rüber retten können. In Verbindung mit dem Heimspiel, denke ich, wird das ein ganz nettes Spielchen werden hier. Das ist doch positiv, die ganze Sache, würde ich meinen. Jawohl. Some strong words of encouragement for his teammates in the huddle. Welcome everyone to the NBA on 2K Sports. Okay, sehr gut. Steve Kerr and Clark Kellogg, this is Kevin Harlan. Doris Burke will be along too from the sideline. A quick check now at the starting lineups for both teams. And guys, what do you think we're going to be looking for in this one from West? He's a bruiser, Kevin. Wir werden wieder konservativ verteidigen. Wenig versuchen da reinzufummeln. Zumindest zu Beginn. Oh, schön gemacht. Komm, den machen wir, oder? Ah, oh, scheiße, ey. Like they did that night, Kevin. Light it up from the three-point line. Nothing is more demoralizing to a home crowd. Steve, you're exactly right. I mean, that was the great equalizer. Their perimeter play. Whoa, scheiße. Ah, foul from Millsap. That's your only option. Yeah, I think you got to foul them, and free throws are better than a layup. The Pacers shooting their first shots of the night from the charity stripe. Okay. And he sinks the second. Looking at the last game for the Indiana Pacers, it was a loss to the Magic. And one of the factors in that game was they just couldn't get to the foul line. Jetzt aber. Sehr gut. Wir haben nur 3 Punkte bisher. Der eine ist holen, hat er, glaube ich, gar nicht aufgepasst. Da hat er den einen Freiwurf nicht verwandelt. Jawohl, Rebound. Williams. Williams kicks to Carroll, passes to the Beast. Komm, den machen wir. Schade. War aber knapp. Auf den Hill aufpassen. Haben sie aber einen Korb gemacht, egal. So. Den machen wir. Sehr schön. Oh Mann.
be watching him, Kevin. All right, Doris, thank you very much. This goes to show you the varying styles of play and sehr gut. Es war zwar kein Dreier, aber immerhin Punkte. Versuchen wir das nächste Mal jetzt einen Assist zu machen. Nach Möglichkeit. It always seems to end up being more exciting than it would be otherwise. Here's Beasley after the made shot from the Beast. Aufpassen, aufpassen. Jawohl, Stil. Sehr schön, hat Carroll gut gemacht. Führung. Scheiße, können wir auch noch punkten lassen. Horford. Oh, schade. Aufpassen wir. Nächster Spiel. Danke. Hat er selbstlos zu uns gespielt, sehr schön. Nächster Hill. Knapp aber. Jawohl. Zu blöd zum Passen. Sehr schön haben wir den Ball. NBA-Ränge. Rebounds, waren sie Zweiter. Nicht schlecht. That's always helpful in winning games. And this is a team that really relied most heavily on the rebounding numbers that you talked about. I mean, in top five, they're a team that, that likes to attack the lane at both ends of the floor, really control the glass. Foul, sehr schön. Can't try to pound you inside with the offensive. Jetzt müssen wir nur die Freiwürfe auch hinbekommen. Sehr schön. Sind wir Point Guard wieder? Haben wir nur einen getroffen, leider. The Pacers making a switch here. Joel Anthony's checked in for Mahini. Harrington comes in for David West. Hill, he's checked in for Mike. Jawohl, es läuft gerade. Los, Korver. Here's the Beast. He had a 30-point outing their last game against Brooklyn. 137 left to play. Oh, Scheiße. Aber wer ist denn das? Das war doch nicht Scott, oder? Ich meine, Green gelesen zu haben. Verwirrt. Egal, macht nichts. McGee spielt jetzt bei uns. Scheiße, ey. Was passe ich? Ich darf nicht zu dem passen. Das bringt uns nichts. Oh, Mann. Nein. Oh, Scheiße. Beginning to fall apart a little bit defensively, especially inside. Well, that's four straight buckets now at the rim. Schroeder passes to the Beast. Los, jetzt aber. Das gibt's doch nicht, wieso? Dishes at the Harrington. Indiana moving the ball around. Dann machen wir halt weiter Punkte, scheiß drauf. The feed now to Stevenson. Jawohl, gut gemacht, Scott. I can see why the defense is willing to let him take that shot. That's really not his range. Here's Schroeder. Und er macht ihn, sehr schön. Ausgleich. The Pacers have gone 6-12 from the field here in the first quarter. Komm, komm, komm. There's 21 seconds left in the first quarter of the game. Und er macht er. Drei Punkte, ich flipp aus. Teams are battling, just going back and forth. Would you like to bet that this game? Komm, Schröder, Schröder, danke. How much would you bet? Here's the Beast. Und da ist er drinnen. Sehr geil. Not enough defense there to throw him off his shot. Sometimes it takes more than one defender on him down low. Here's Paulides. What a play! Er hat's nochmal gemacht. Noch ein Dreier, ey, die Sau. Zweites Viertel kommt. It's the Pacers up by four. And we'll be back in just a moment with the start of the second quarter. Tune in next Sunday.
Okay, aufpassen. Ziemlich am Ende vom zweiten Viertel werden wir jetzt eingewechselt. Die führen mit 2 Punkten. Horford is out there with Mike Scott. Then there's Jared Cunningham. And it's Korver in at the three spot. So that's the Gucken, was er macht. Okay, er passt. Haben nicht mehr viel Zeit. Noch 6 Sekunden. Wir müssen bald werfen. 5, 4. Aber er macht's. Danke dafür. Komm. Und. Na. Bin ich aber davon ausgegangen, dass es nicht klappt. Sehr schön. Jawohl, Cunningham. Gut hat er sich da eingesetzt. Und auch den kriegen wir nicht rein. Aber Rebound war da. Das ist schon mal was. Komm hier. Horford. Oh, das gibt's doch nicht. Blöde Katze ärgert mich gerade. So. Jawohl. Punkte. And that's 13 points for the Beast. And so here is Indiana. Next up for them, the Bucks in Milwaukee. That'll be the third game of this. So gut sind die Pacers gar nicht. Kicks to Stevens. Wir waren dran, jawohl. Und wie, ja, okay, sie haben den Ball, macht aber nichts. I like it though. I mean, it's an aggressive play. Heads up defending to deflect it away. On its way from Beasley for two. Sehr schön. Gut gemacht, Korver. Wirf. Ja, das war ja alles andere als gut. So, ja, nah beieinander ist es. Aber zum Glück sind wir nicht krank. Wir waren ja in der letzten Folge krank. Zum Glück hat sich das nicht weitergezogen. Die Frage ist halt, wenn wir das Ziel nicht geschafft hätten, ob wir dann jetzt immer noch krank gewesen wären. Welcome back to Atlanta and a shot here from Atlantic Station extending over the high rises of Midtown. Klügere Würfe, okay. Take a look at what the Beast has done. 13 points and one rebound. On the court for Indiana. Komm, den machen wir. Foul bekommen. Sehr schön. Beasley out there at West and it's Mahimi in at the pivot spot manning the middle. Well, at least the defender got his money's worth. Und der erste ist drinnen. Sehr schön. Und auch der zweite. Perfekt. Ausgleich damit. Dann haben wir wohl Teague gegen McGee getauscht. Jawohl. Und der nächste Sitz. Sehr geil. 17 points for the Beast. Mid-range jumper becomes a pretty high percentage. Ah, diese Katze, ey, die macht hier die ganze Zeit nur Scheiße. Die versucht da hier den einen Karton auseinanderzunehmen. Aber ich muss den hier lassen. Wegen dem ganzen Bauarbeitsumräumerei ist es einfach zu praktisch. Und die haben im Keller auch nichts frei, was wir wegpacken können. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Und die flippt da immer aus und kratzt dann daran rum und so. Das wäre so blöd. Fußspiel, sehr schön. Aber nur schlechten Pass bekommen. Den machen wir. Sehr schön. Sind nicht aufzuhalten. Wir führen. Hill kicks it to West. Indiana moving it around. There's the dish to Hill. Nix da, Hill. Vielleicht doch. Jawohl. Wir sind am Rand gefummelt, Mann. Stil haben wir bekommen. Sehr schön. Super. Sehr nice. Aufpassen.
Oh Leute, blocken noch mal oder so. Okay. That's what they're looking for down the stretch, Clark. More of the same. Get it inside. A moment to check in with Doris Burke. Doris? I was able to listen in on what Mike Budenholzer had to say to his team. Better teamwork. That was the message he was drumming in. Come, Williams. He said, we need better shots. Work the ball around and find the open man. Perhaps the rest of the... Und er hat's gemacht. Sehr schön. 3 Punkte Vorsprung für uns aktuell. Vor allem ist es schon drittes Viertel jetzt letztendlich. Wir sind dran gewesen, sehr geil. Aber wieso habe ich denn das jetzt nicht an, dieses Stirnband? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe doch das Stirnband gekauft. Muss man das erst anziehen, oder was? I mean, it can get into your head as an offensive player. You're going in there thinking you've got a clear path, and then you see the ball going behind you in reverse. I mean, that could be major intimidation and affect your game. Here's Komm. Jawohl. Sitz. Wieder ausgebaut, die Führung. They're rolling now. 5 straight hoops to start this quarter. Aufpassen. Outside Hill. He kicks it to George. Oh Leute, oh Leute. Jawohl! Was ein Ding, wie geil! Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Danke, Horford. Komm! Jawohl! Macht nichts! Scheiß auf den schlechten Pass, Horford hat es trotzdem gemacht. 8 Punkte Vorsprung rausgearbeitet mittlerweile. Ja, schöner Wurf, das stimmt schon. As long as they keep spraying them from deep, we're gonna have ourselves one exciting finish. Well, it took them a while, but starting to get some rhythm offensively on the outside. They've had the hotter hand in the first half so far, no question. Yeah, it's because of all the high percentage shots they've been working for and getting. Okay, den hat er einfach gemacht. Wir sind für die Deppen rumgehüpft, macht aber überhaupt nichts. Los, Horford. Relativ frei. Und unser Assist. Sehr schön. Jetzt hat er abgepfiffen. Warum? Timeout. Wir sind ausgewechselt worden. Fresh. Aber es kommt noch in der gleichen, im gleichen Viertel. Kommen wir noch rein. Korver, du Depp. Das wundert mich aber auch nicht, dass er da kein Glück hat, ey. Here's George. 9 points in the game so far. Anthony down low. Gehen wir mal hier rüber und passen auf. Na, hat er es gemacht einfach. Egal. Tell you what, it's a huge plus to have him making shots like that. And there's the pass to Corbin. Puts up the baby hook. Wurden rausgeboxt. Corford's got the lead back up to 10 now for Atlanta. Indiana's gone 1-3 from downtown since halftime. Oh man. Seconds separating the shot clock and game clock. And there's the best. So, das Kret hat Foul bekommen und darf noch den extra Punkt machen. Ärgerlich. Okay. So. Paul Millsaps checked in for Kyle Korver. The Hawks leading by 7. Komm, Millsaps. Here's Millsap. Wurde weggeblockt. Sehr schön, wir haben den Ball aber noch. Das ist die Hauptsache. We've got 13 seconds left here in the third quarter. Danke. Shot clock at 5. Here's the beast. Wurden geblockt, scheiße. What, Steel? Fires from 14. Oh, scheiße. Aber noch ein Steel bekommen, immerhin. Letztes Viertel steht an. And a moment here to look back at our State Farm assist of the game. So. Just take
a look at the expertise he shows on this pass. Perfectly timed and beautifully placed. Okay, now let's reset our lineups courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go for this fourth quarter. Machen sie einfache Körbe gerade. Williams is out there with the Beast and it's Carroll in at the three, the small forward. Into Al Horford. Scheiße. Geil, was halt ein schlechter Pass. Aber wir haben es wieder angefummelt gehabt. Foul und kein extra Punkt, das ist schon mal gut. Spielen noch zu Hause gegen Dallas und Orlando, okay. Alright, well, a look at how the points have been generated so far. Scoring breakdown for the Hawks. I thought we might see a little defensive adjustment at halftime, but the fast break continues to be effective. Something that's also benefited them tonight are the turnovers they forced. So. The points that have come along with those forced turnovers. Here's the Beast. Ah, fuck. Reach and foul, schade. He's got his fourth rebound in this one. Pacers trail by three. Sind sie nur noch drei Punkte zurück? We've seen some excellent offensive output. Yes, sir, fellas. They've had it going on big time. Big time is right, Clark. A lot of momentum here offensively. Mann, da konntest du auch nicht wegblocken. Love the way he fought for that putback. You know, he's willing to put in a lot of hard work in this game. No doubt about that. And they will. Goaltending, sehr schön. Yeah, you look at his game. He's got that banger DNA. Just plays the game the right way. You know, you have to be a skilled player to make it in this league. There's something you have to do really well, but certain matchups demand not just skill, but will and physicality. And he's one of those. Schade, jetzt reingegangen. Wie wir nur einen Punkt vorne sind. They've got to continue to put pressure on the defense by probing inside. That's what's really working for them. And when you're doing the job they are inside, it takes pressure off the perimeter. Komm, komm, komm. Jawohl. Bisschen wieder ausgebaut. Da bin ich mal gespannt. Jawohl, wir haben den Ball. Pass ist nicht angekommen. Hast du richtig die Verzweiflung in seinem Gesicht gesehen? Bei denen läuft es nicht rund und er weiß es auch. Bei den Pacers. Los, Horford. Der macht's, oder? Jawohl! Sauber! You know, it's really going to be all about hard work from this point on. And they worked hard to create that high quality shot right there. Schön weiter aufpassen. Macht einen Pass. Jawohl, Rebound. Gut gemacht, Millsap. Following this one, they get to host the Mavericks. They'll find themselves in the middle of this string of three straight at home. Keep an eye on that Mavericks score. That's a. Jawohl, schön gemacht. Okay, Timeout. Wieder 8 Punkte vorne. Das war ein kurzes Intermezzo, als die Pacers rangekommen sind. Okay, sehr schön. Boah, Scheiße. Schon wieder. Schade. Was ein Block. Aber wir haben den Ball. 3 Minuten noch. Und sind nur 3 Punkte Unterschied. Raus, raus, raus. Ja, oh, wie wäre das gewesen? Hätte Williams den bekommen, wäre eine Granate gewesen, ey. Läuft bei uns gerade wieder nicht mehr rund. Wenn man überlegt, dass wir eben noch 8 Punkte vorne waren. Aber wir haben den nächsten Steal für uns. Los, Horford, du bist relativ alleine. Danke. Williams. Macht er aber nicht, schade.
It has not been an easy quarter for him. At least rebound. It's been a real difficult game for him offensively. Los Carroll. Here's Carroll. Und er hat's gemacht. Sau gut. And the Hawks lead by five. Impressive fast break there. They did a great job advancing the rock with the pass. Wieder 5 Punkte rausgeholt jetzt. Sehr schön. Block wäre ganz nice eigentlich. Okay. 3 Punkte Wurf. Jetzt sind sie wieder rangekommen. Die Schweine. Nur noch 2 Minuten. Scheißen Dreck. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich hab gedacht, wir können blocken. Ging wohl nicht so gut. Rebound. Komm, Millsap. Sehr geil. Horford, Horford, Horford. Zweite Chance hat er genutzt. Wie geil. Oh Mann, ein Spiel. Hammer, ey. Sau nice. Aufpassen hier. Nächster Steal. Ich glaub's nicht. Und die Punkte gehören uns. Sauber. Da drehen wir auf. Schade, egal. Sind trotzdem 4 Punkte vorne und nur noch 1 Minute zu spielen, vor allen Dingen. Es ist Crunch-Time. Wir müssen unsere Führung halten. Hol uns den Sieg. So. Jawohl, Millsap. Super. Nächster Assist. Wie es gerade läuft. Sau gut. 6 Punkte Unterschied im Moment. Wir waren dran. Jawohl, Millsap hat den Rebound geholt. Super. Horford, Horford. Jawohl. Und wir machen es einfach. Oder auch nicht. Macht nichts. Jawohl. Carroll, du Maschine. Jetzt hat er uns gefoult. Okay, schön. Los, Williams. Die Freiwürfe machst du. 6 Punkte Unterschied immerhin. Baust noch ein bisschen aus. Super, 7 Punkte Unterschied. Und auch den macht er. Die Sache ist gegessen. 25 Sekunden, 8 Punkte Unterschied. Was sollen sie denn da machen? Gar nichts können sie da machen. Und er macht den auch noch. Danke. Und wir wurden gefoult. Sehr schön. Nochmal ein paar Punkte für uns eventuell. Und der sitzt. Sehr gut. Und auch der sitzt. Beide. Wunderbar. Allerdings. Jawohl, Mann. Wie Williams einfach mal den wegblockt. Halte die Führung. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, super. Und ein Dreier. Ja, schade. Es wäre geil gewesen, wenn er noch reingegangen wäre. Macht aber nichts. Der Sieg ist unser. Damit ist das Hauptziel erreicht. Super gut. 7 Punkte Unterschied rausgespielt am Ende. Oder Unterschied. So, gucken wir mal. Auch alle dynamischen Ziele erreicht, jede Menge Kohle bekommen. Das ist doch super. Gucken, ob es irgendwie Pressekonferenz gibt oder sowas. So, machen im Moment im Schnitt 27,8 Punkte, das ist nicht schlecht. Ja, gab aber nichts. Da würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.